Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Train Sim World 2. Ich wollte gerade Simulator noch dazu sagen, aber das ist ja falsch. Ist Simulator, aber heißt halt nicht so im Namen. So, heute befassen wir uns mal mit der Aachenwende, mit der Mission. Das letzte Mal bin ich ja keine Mission gefahren, da habe ich ja so ein Szenario ausgewählt. Aber da ich auch so ein bisschen weiterkommen möchte, auch im Spiel, auf dieser Strecke, auf der Schnellfahrtstrecke, werde ich dementsprechend das hier so dann spielen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ich bin hier in Düren, ich habe Escape gedrückt, damit das sofort stoppt. Deshalb auch noch das ist noch der Text da unten noch da. Wir fahren in Düren los, müssen überall stoppen. Und so wie es aussieht, in Langerwehe werden wir dann Stopp machen, beziehungsweise ist es Schluss. Wir fahren mit dem BR 442. Und mit dem bin ich so noch nicht, glaube ich, so ganz richtig gefahren bis jetzt. Muss man mal schauen, wie ich damit klarkomme. Schauen wir mal. So. Ich weiß nicht, ob die Musik dementsprechend so laut ist oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber eher nicht. Beim Spielen weiß ich das. Das sehe ich gleich. Aber sonst muss ich das gleich nochmal leiser stellen. Gegebenenfalls wird das Spiel. Aber ich glaube, das sollte gehen, weil ich das hier schon im Programm schon relativ runtergesetzt habe. So. Dann wollen wir mal. Dementsprechend überall Stopp und so. Und es regnet. Mal gucken, ob Stufe 2 gleich reichen wird. Und dann lassen wir die mal einsteigen und aussteigen und so. Ich muss sowieso bis 15.30 Uhr warten. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen in Düren. Ich fahre jetzt gleich wieder. Was macht ihr so den ganzen Tag? Ihr lauft hier nur rum, ne? Guten Tag. Mensch, kannst doch nicht mehr grüßen. Ich mach das doch schon. Hallo. Nee, du bist hässlich. Da ist der ECE lang geballert. Der hat keinen Stopp hier in Düren. So, die Türen verriegeln. Das machen wir jetzt mal. Das habe ich bei Tastendruck jetzt gemacht. Ich kann das hier auch machen. Dann muss ich mal schauen. Du bist schon auf Lösen. Das heißt dementsprechend, wir legen einmal los. Ein Vorteil ist ja, der hat eine eigene Bremse, Leistungsbremse hier unten. Also ich muss nicht zwangsläufig die nutzen hier. Dementsprechend kann ich das wunderbar mit AD steuern. Ich habe die Tastenbelegung nicht umgeändert. Doch nicht ganz richtig, ne?
Nicht so halt, Angel. Ich habe diesen Plan nicht so richtig ganz verstanden. Aber ich glaube, ich fahre nach Aachen. Ich bin da mehrmals hoch und runter gegangen, geguckt, wie ist das strukturiert. Aber jetzt, wie man sieht, fahre ich jetzt schon nach Langwehe. Langerwehe. Und lass mich jetzt überraschen, wo das Endziel gleich ist. Ihr wisst das wahrscheinlich dann schon, weil das dann im Titel stehen wird. Das aber zu diesem Zeitpunkt bin ich, aber laut Anzeige Zug, glaube ich, ist das sogar Aachen tatsächlich. Und solltet ihr im Hintergrund vielleicht was hören, Hubschrauber oder sowas, das ist draußen. Sorry dafür, das ist natürlich erst nicht eingeplant. Ich habe hier in der Nähe ein Krankenhaus, die landen hier in der Nähe. Meistens hat er so eine Anflugschleise, dass er meistens, kann ich schon fast den Hubschrauber anfassen. Damals noch die Bundeswehr dann hier auch noch teilweise angeflogen ist, die machen sie glaube ich immer noch. Corona-Zeiten jetzt weniger gewesen. Eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Aber die fliegen echt saunah ran. Ich komme sowieso so spät, aber das ist nicht das Problem. Ich bin ja flexibel. Der hat auch ein Thermostat hier. Also Thermos, wie heißt das? Tempomat, sorry, Thermostat. Genau, wollen wir mal mit dem Thermostat mal die, naja, was messen. Oh, Tempomat, aber das lasse ich mal auf so. Ich krieg das auch so hin ohne. Ich sehe gerade, ich muss auch gleich wieder runter. 80. Übrigens Texturen und Sichtweite auf Ultra gestellt. Das letzte Video war das noch auf Hoch. Alles andere ist auf Hoch gestellt. Zur Information. So, ich bin auch gleich da. Ich guck nicht so auf die Uhrzeit. Ich versuch's natürlich. Aber ich muss tatsächlich, ich habe noch Probleme mit dem Abschätzen von weil ich auch keinen Bock habe zu rechnen. Ich drücke mal die falschen Tasten. Dann muss ich wohl doch ein bisschen Hilfe nehmen, sonst
fahre ich drüber. Dann wollen wir mal. Und außerdem gibt es noch diese Nebenquest-Geschichten. Ich guck mal ganz kurz, ob da was hängt. Oh, hängt hier. Okay. Stimmt, ich war hier schon mal. Schade. Na, gefällt's euch hier? Das, wenn man gleich voll Stopp gibt, dann drehen die sich. Oder können die sich sogar drehen. Das sieht man dann so ein bisschen, wenn das. So, jetzt bin ich auf. Außenansicht mal gehen. Mache ich ja auch immer gerne. In meinen Videos. Und da oben steht nämlich Aachen. Also gehe ich mal von aus, dass das Ziel Aachen sein wird, obwohl das nirgendwo drauf stand. Aufgehört zu regnen. Ja, es sind Tropfen. Die aufgehört zu bringen. Ich weiß immer nicht, welche Richtung denn meine Tests und Geschichte sind. Ich will ja versuchen, eigentlich gar nicht so viel zu reden. Gerade halt vielleicht nur was Wichtiges dann. Wenn man das so genießen will. Vielleicht. Schon gleich 60 und als Bohrsignal. Damit wir nicht ganz so spät ankommen, gebe ich noch ein bisschen Stoff. Ich werde doch die Tastaturbelegung umändern.
schnell auf die Geschwindigkeit reagieren. Ich habe jetzt gar nicht drauf reagiert. Nicht geguckt, dass das schon weit unter 60 ist. Ups. Mhm. Hundertsechzig Max. So macht man das dann nicht unbedingt. Ich zeig auch gerne mal, was, wie man es nicht macht. Steck mal alles schnell aus, ich will mal kurz was gucken. Die Dinger hängen, okay, ich merke schon, hier war ich schon. Können wir mal kurz mal hier durchmarschieren. Hallo, guten Tag, ich bin der Captain. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ich nah rangehe, dass das langsamer geht. Das ist schon, damit das nicht so. Upsala. Das könnte schief gehen. Wenn mich entgleist.
Dum, dum, dum. Zweite Richtung. Jetzt die eine Seite zu. Nee. Das nie, geht nie auf die Gleise.
Gerade pünktlich? Gar nicht gesehen, bitte. Der Regentropfen noch an der Seite, gut zu sehen, ne? So früh, glaube ich. Was sollte normalerweise reichen von Vorsignal, wenn man die Geschwindigkeit hat? Und Vorsignal? Anzufangen zu bremsen, dass man die 60 dementsprechend erreicht. Normalerweise geht das so relativ fix.
Dann war's rum. Wir haben es relativ fix. Er muss den Zug auch erstmal kennen. Um halt schauen, dass Dings klappt. Normalerweise geht man langsam nach oben eigentlich. 20, 40. Aber naja, denke ich mal. Man soll, glaube ich, nicht gleich mit 50% anfahren. Okay. Scheiße. Oh, Schwein gehabt, nicht entgleist. Hab ich gar nicht gesehen. Alter, wo war das? Wo war das Signal dafür? Das sind 60. Ah ja, egal. Hab's echt nicht gesehen. Schon wieder. Das war vorhin auch genauso. Wo kommt plötzlich die Dings her? Das
Speed Limit. Wo kam das denn auf einmal her? Habe ich geschlafen gerade schon wieder? Schreibt in den Kommentaren, wo das, ob ihr das auch gesehen habt oder ob ich wirklich geschlafen habe. Ich glaube, hier ist sogar Endstation. Willkommen in Storberg. Habe ich nichts gesehen. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kam. Ich vermute mal dadurch, dass ich Wechsel gemacht habe. Ist doch keine Endstation. Ich habe aber rot. Nur drei Stationen dazwischen, glaube ich, oder? Oder ist das das Ziel? Das ist das Ziel. Das ist nach. Das wäre nach rechts. Das wäre nach oben. Nee, das ist vor mir. Die Anzeige ist da. Ach, jetzt habe ich grün. Sag das doch. Ich dachte schon, ich muss Führer auswechseln.
Weil das Ding heißt ja Aachenwende, wer weiß. Oder gibt es Aachenwende als Station? Ja, also durch die Wechsel von den ganzen Schienen, also Weichenwechsel, kann sein, dass ich deshalb das übersehen habe, dass ja nicht, dass das plötzlich umgeschwungen ist, die Begrenzung. Deshalb da nicht so schnell reagiert habe. Das kann natürlich dadurch kommen. Das fällt mir nämlich gerade, ist mir gerade hier auch aufgefallen. War nämlich kurzzeitig mal auf 140 oder so und dann wieder plötzlich runter. Ja, man muss sich da teilweise dabei tatsächlich auch konzentrieren, damit dann da nicht irgendwie plötzlich entgleist. Nur mal ein bisschen Luft reinlassen. Ich muss das noch ein bisschen abschätzen. Ja? Achso, war ja richtig. Ich strecke da aus. Ich bin ein bisschen weit vorgefahren. Ich dachte gerade, ich habe mich gerade... Aber es geht ja sogar noch. Da muss ja keiner einsteigen. Okay, das Ding hängt hier auch. Die Nebenmission, da war noch irgendwie immer was anderes. Aber ich weiß nicht mehr, was das nochmal war. Aber naja, gut. Ja. Sperre ich mich auch noch aus. Dachte ich schon, ich hätte die falsche Seite aufgemacht.
Rüber von Düren nach Aachen. So wie es aussieht. Sogar 100 angezeigt. Ich habe gerade Vorsignal gesehen, bevor das da an der Seite angezeigt worden ist. Das war so schnell gebremst. Da muss ich echt noch mal ein bisschen üben mit dem Bremsen. Ja, 100. Da hängt auch sowas dran. Bleibt das dran hängen, wenn ich da schon mal war? Ich muss hier eigentlich nachfüllen überall. Unter anderem. Wieso steige ich denn hier ein? Ja, Aachen Hauptbahnhof tatsächlich. Okay, also Düren, Aachen. Ups. Aufpassen, 70. Also Vorsignal. Dementsprechend kommen wir sowieso gleich auf 70. Das war ein bisschen verwirrend. Hier ist eine 100er Anzeige. Ne, wird jetzt komme ich auch drüber jetzt. Und jetzt kommt die 70. Das ist gleich. Also diese Vorsignale. Manchmal etwas irritierend. Also wie ihr merkt, ich gucke nicht unbedingt oben rechts, was da an Dings anzeigt. Deshalb war ich auch ein bisschen überrascht gewesen vorhin. Ich gucke wegen der Entfernung dann entsprechend oben rechts, aber manchmal nicht halt. Ich versuche tatsächlich mich auch so ein bisschen auf Strecke. Guck mal, 40er. Kommt gleich. Der mal Hinweis, bitte abbremsen, beziehungsweise nein, falsche Richtung, ich wollte nicht so weit runter. Willkommen in Aachen. Bin ich in Aachen schon Ding da? Guck mal da.
7 von 20. Ah, deshalb heißt das Wenden. So, da ich nur dementsprechend, wir haben jetzt fast eine Stunde vom Video. Dementsprechend speichere ich das nämlich ab. Und werden dann vielleicht im nächsten Video tatsächlich auch zurückfahren. Oder was anderes. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall muss ich hier wenden. Also ich denke mal, dass wir das fortsetzen hier natürlich. Ich versuche es mit Folge zu machen, so dass das halt passt. Nicht, dass es abrupt irgendwo unterbricht. Ne? Also wir werden dann dementsprechend schauen, dass wir im nächsten Video dann einmal wechseln werden. ja, das war's dann auch für dieses Videochen. Fast wieder eine Stunde. Vielen Dank für eure Geduld. Trotz einmal Entgleisung. Ist auch mal ganz nett zu sehen. Fehl. Und ich schneide diese Videos nicht. Die sollen authentisch sein, identisch, dementsprechend auch die Fehler. Was passieren kann, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne? Viele haben so Videos, die dann durchschneiden, Fehler raus und dann, ja, nein, das mag ich dann nicht. Lieber so ein bisschen, ist halt menschlich, ne? Man baut halt Fehler, Züge bauen halt Unfälle, passiert mal, zwar nicht so oft, aber passiert mal. und ja, also. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch setzen, gerne abonnieren meinen Kanal. Es werden weitere Folgen folgen. Also, ich wünsche euch was. Bis dann.